Denken Sie bei Ihrer Hochzeit, möglichst schon davor, schon an Ihre Scheidung? Erbfolge, Schuldenhaftung, Güterverteilung. Mit der Heirat ändert sich automatisch die rechtliche Lage für Paare. Aber vor lauter Romantik vergessen viele Verliebte die Konsequenzen ihrer Entscheidung und die finanziellen Auswirkungen bei einer Trennung. Jede dritte Ehe wird geschieden heutzutage. Wir besprechen die größten Irrtümer mit Scheidungsanwältin Saskia Schlemmer. Guten Morgen nochmal, Saskia. Guten Morgen. Saskia, Sie haben ein Buch geschrieben, und zwar ein Buch, das wir vor unserer Hochzeit gelesen haben müssen. Richtig. In Pink. Jetzt meine Frage, richtet sich das, wenn ich jetzt mal an Klischees denke, vornehmlich an Frauen? Hast du gut erkannt. Ja, tatsächlich, das Cover spricht Bände, muss man sagen. Aus meinem Arbeitsalltag merke ich einfach, dass Frauen auch heute immer noch benachteiligt sind. Wir sind diejenigen, die mehr Care-Arbeit übernehmen. Wir sind diejenigen, die ja, für die Familie zurückstecken und dann auch wirtschaftlich meistens schlechter darstellen. Insbesondere eben dann, wenn es zur Scheidung kommt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dieses Buch muss wirklich jede Frau gelesen haben, vor der Hochzeit oder auch noch in der Ehe. Da stehen einfach die Sachen drin, die man wissen muss. Aber was ich auch mal dazu sage, jeder kann dieses Buch lesen. Mhm. Und da steht nichts drin, was nicht Männer genauso wissen sollten. Ja, das ist erstaunlich, weil man ja denkt, ach Mensch, es ist doch eh alles 50-50 und ich bin ja abgesichert. Aber so ist es eben nicht. Da kommen wir gleich dazu. Wir klären nämlich die Irrtümer heute mit dir. Darf ich dir sagen, Saskia? Ja, okay, dann machen wir das jetzt so. So, erstes Klischee. Wer einen Ehevertrag fordert, ist geldgierig. Ja, ich glaube, das hat jeder schon mal gehört. Oder auch Eheverträge ist nur für Superreiche. Also rund um das Thema Ehevertrag haben wir eigentlich super viele Mythen. Und man muss vielleicht einmal noch mal einen Schritt zurückgehen. Jeder, der heiratet in Deutschland, der schließt einen Vertrag. Und zwar einen Standardvertrag des Gesetzgebers namens Zugewinngemeinschaft. Und ich sage einfach immer, ja, ein guter Ehevertrag ist eben dadurch gekennzeichnet, dass jeder seine individuellen Vorstellungen da drin wiederfindet. Und letzten Endes ja auch irgendwie Forderungen stellt. Und dann ist das nicht geldgierig, sondern einfach am Ende fair. Ja, weil man eben nicht so fair wohl rauskommt bei einem normalen, bei der normalen Ehre, die ja auch ein Vertrag ist, ne, wie du gesagt hast. Genau. Wie einfach ist es denn für Männer, so einen Vertrag zu unterschreiben? Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, dass natürlich hinterher, gerade bei der Vertragsverhandlung, da kommen natürlich immer auch Emotionen hoch, ja, oder man hat vielleicht unterschiedliche Vorstellungen tatsächlich. Wichtig ist einfach, dass die Eheleute miteinander reden, dass sie Dinge vorher besprechen, ja, und dass sie wirklich sagen, wir finden jetzt, während wir uns lieb haben, Lösungen, die auch für den Fall der Scheidung gelten und die uns beide letzten Endes absichern. Ein Ehevertrag muss bei der Hochzeit abgeschlossen werden. Nein, das ist nicht okay. So. Das ja, kursiert immer wieder. Aber ich kann tatsächlich zu jeder Zeit einen Ehevertrag abschließen. Also ich kann das vor der Ehe machen, ich kann das in der Ehe machen. Ja? Oder wenn es dann halt hinterher zur Scheidung kommt, dann heißt dieser besondere Ehevertrag Scheidungsfolgenvereinbarung. Also es ist jederzeit möglich. Wichtig bei Verträgen ist natürlich generell, dass ich immer zwei brauche, die diesen Vertrag unterschreiben, sonst wäre es kein Vertrag. Mhm. Und ja, wenn ich schon verheiratet bin, dann aber noch einen Ehevertrag will und der andere es nicht will, ja, dann muss man sagen... Schwierig. Buch nicht gelesen. So, Gabi hat uns geschrieben, kann man gegen den abgeschlossenen Ehevertrag nach mehr als 12 Jahren noch was machen? Ich habe damals unwissend und naiv unterschrieben. Der Anwalt hat was anderes gesagt, als jetzt drinsteht. Ich habe nach Unterschrift keine Kopie erhalten. Erst bei der Scheidung hat mein Anwalt eine bekommen. Kann man da noch was machen oder Vertrag? Ich sage mal, das ist der Grund für mein Buch. Ja? Mhm. Also leider Gottes existieren viel zu viele Verträge, die einfach so unterschrieben wurden, obwohl man gar nicht weiß, was eigentlich drinsteht. Ich sage auch immer, natürlich weiß man das jetzt nicht. Wenn man sich nicht jeden Tag mit Familienrecht beschäftigt, dann weiß man nicht, was da steht. Und das kommt natürlich aus einer Zeit, wo das standardmäßig war. Hier unterschreib mal, die Firma müssen wir jetzt hier absichern oder ich sichere dich ab, wird auch gerne genannt. Und das ist gefährlich. Das Problem ist tatsächlich, wenn ich jetzt gegen so einen Ehevertrag vorgehen will, ich kenne den jetzt natürlich nicht, das ist möglich, na klar, ja. Aber es gibt leider auch Eheverträge, die sind dann schlecht, aber manchmal nicht so schlecht, dass sie komplett kippen. Aber ich sage auf jeden Fall, ja, wenn man da das Gefühl hat, auch, dass man unfair behandelt wurde, dass man benachteiligt wurde, dann sollte man sich da auf jeden Fall anwaltlichen Rat einmal zur Hilfe suchen. Nach der Heirat, dieses Klischee, gehört den Eheleuten alles 50-50.
Ja, ich würde sagen, das ist wirklich das Top-1-Argument. Genau. Wenn man jetzt wahrscheinlich einfach mal auf die Straße geht und fragt, dann glaube ich, würden das alle so unterschreiben. Und das ist tatsächlich nicht so. Ja? Wenn ich heirate, dann bleibt meins meins. Ja? Ich sage immer, meins bleibt meins, deins bleibt deins. Ja? Und dadurch ändert auch das Ja-Sagen tatsächlich nichts. Juristisch heißt das, die Vermögensmassen bleiben getrennt. Hinterher, wenn es dann zur Scheidung kommt, gibt es den sogenannten Zugewinn-Ausgleichsanspruch. Ja, das bedeutet, dass derjenige, der am Ende der Ehe mehr hat als vorher, der muss dann auch was abgeben. Aber trotzdem, die Vermögensmassen bleiben getrennt. Ganz wichtig. Wir haben so viele Fragen reinbekommen, deswegen würde ich gleich noch ein paar klären. Mit der Tina zum Beispiel. Tina Schulz wendet sich an uns und fragt, wenn ein Partner in der Ehe einen Kredit aufnimmt, die Ehe geschieden wird und der Kreditnehmer aufhört zu arbeiten, muss dann der Partner, der noch in Arbeit steht, dafür aufkommen? Ja, auch bei Schulden. Da muss man sagen, jeder trägt seine Schulden. Da endet auch die Heirat jetzt nichts dran grundsätzlich. Ja, ich hafte jetzt nicht automatisch durch die Heirat für die Schulden des anderen. Aber ganz klar, wenn ich natürlich etwas unterschreibe, ja, und selber dann in der Haftung bin und der andere fällt dann aus, dann muss ich auch, das nennt sich dann Gesamtschuldnerhaftung, ja, da muss ich dann auch für den Teil des anderen haften. Und deswegen sage ich immer, bitte, bitte, ganz vorsichtig, wenn man etwas unterschreibt, ja, oder auch wenn man, ja, zum Beispiel eben auch einen Kreditvertrag unterschreibt für den anderen noch mit, dann sind das hinterher die eigenen Schulden, ja. Aber wenn der Partner diesen Kredit allein aufgenommen hat, dafür unterschrieben, dann ist es seine genau, Sache. Richtig? Das habe ich, genau. Ich habe schon viel gelernt heute. Ja. Niki schreibt, wie ist es, wenn man vor und während der Ehe als Haushaltsvorstand Unterschriften geleistet hat, muss der die dann auch Schulden bezahlen? Ach, da haben wir was Ähnliches, ne? Oder der, für den unterschrieben wurde? Ja, also wie gesagt, grundsätzlich gilt wirklich immer ganz klar, wenn ich jetzt selber etwas unterschreibe, dann hafte ich natürlich auch dafür, aber ich hafte nicht für die Schulden des anderen, die dann nur er unterschreibt. Also das ist wirklich, das muss man strikt trennen. Ist das gerne dein letzter Tipp für alle, an alle Verlobte? Verlobten? Ja, setzt bitte einfach tatsächlich die rosarote Brille ab. Guckt wirklich, dass ihr ja, faire Lösungen trifft, weil wenn es dann hinterher dazu kommt, wenn Emotionen mit im Spiel sind, dann wird es leider Gottes sehr, sehr schwierig. Und überlegt euch eben auch vorher, wer die meiste Care-Arbeit leistet, ne? Wer bitte dann aufs Baby aufpasst, wenn es dann mal da ist und nicht arbeiten kann und so. Weil so eine Ehe ist eben nicht 50-50 am Ende, dass man dann dasteht und genauso viel hat wie der Partner. Vielen Dank, Saskia. Ich fand das sehr lehrreich. Ich überlege mir das nochmal mit dem Heirat. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.